Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Feed the Beast. Ich bin Juli von Yushano. Ich bin Enno von Yushano. Und dabei haben wir... den Jörg. Guten Tag. Hä? Wie ich aussehe. Ja, ich habe überlebt. Ich heile gerade wieder. Jetzt baue ich mich hier mal... und da backt die Welt rum und ich fliege hier fast in die Lava rein. Was fehlt mir jetzt noch? Ja, ich höre den Dorfbewohner. Enno, wo bist du? Wirklich? Ich bin hier oben. Und ich frage mich gerade, ob ich einfach hinterher springen möchte. Okay. Wenn du mir hinterher springen möchtest? Das überlebe ich schon, oder? Ja, ich habe es ja auch überlebt, aber... Jörg hat die Welt verlassen. Wieso? Ja, aber bei mir im kleinen Minecraft gerade rumspringen. Achso. Ja, keine Ahnung. Ich wollte mich gerade hochbauen. Jetzt geht's. Das hat schon mal... Ja. Ach, du hast Leitern gemacht. Nee, dann folge ich einfach dir. Dann folge einfach der Leiter. So. Hat das genau gereicht. Ist meine Lava alle? Draußen ist gerade Gewitter, höre ich. Oh nein, seine Lava ist alle. Das ist kein Spaß. Ist er wieder drinne? Ja, okay. Sehr schön, ja. Du musst kurz, oder ja, oder so. Oben ist übrigens noch ein Dorfbewohner. Jetzt habe ich Sorge, dass wir eventuell erstmal alle Wächter von dieser Stadt erstmal töten müssen. Das sieht ganz danach aus, ja. Wo ist er? Also hier sehe ich ihn nicht mehr. Soll ich vorlaufen? Ich habe die zwar einige von getötet, aber ich weiß nicht, ob die auf mich aggro sind. Die sind auch auf dich aggro, ja, wenn du einen von denen tötest. Aber mich haben die irgendwie nicht mehr beachtet. Irgendwie, die waren nur vollkommen auf dich fixiert. Was? Weil ich den versehentlich... Ich habe nicht mal einen Guard getroffen. Ja, aber du weißt doch, wie es ist. Selbst wenn du die Dorfbewohner eingreifst, gehen die Wachen auf dich los. Hast du schließlich die Beschützenden angegriffen. Ja, okay. Wollen wir das die Stadt verlassen? Ich glaube, die Guards sind alle hinüber, kann das sein? Keine Ahnung. Wir können ja. Das waren doch nur drei, oder? Ich glaube nicht, dass es nur drei sind. Hier ist ein Ausgang. Ja, gut. Okay, ich muss mein Essen wieder in die Leiste. Oh, hier fliegt schon wieder irgendwo Mutterschiff rum. Mutterschiff? Ja, Neta. Hey, Aliens. Ach, so. Du meinst einen garstigen. Garstigen Gast, genau. Ich hoffe, es regnet nicht mehr. Das würde mir ziemlich auf die Nerven gehen. Nee, es regnet nicht mehr. Geil, dann kann ich wieder mal. Haben wir da hinten den Hitz? Ui. Sind wir im Dschungel? Ich höre einen Slime. Oh, und jetzt ist er tot. Sieht Dschungel anders aus, oder? Immer diese Schreckmomente. Da bleibt denn fast das Herz stehen. Was war? Ach, Creeper. Okay. Pick die Henne. Die Henne kann der Uni helfen. Vor allem muss ich da erstmal hinlaufen, um zu gucken, was das Problem war und stehe direkt vom Creeper erstmal. Nee. So. Ja. Wer wohnt denn da? Irgendwie will meine Lava nicht mehr. Keiner. Hier ist einfach leer. Unsers. So. Oh, die Sonne geht unter. Schon oh ja, wieder. Das stimmt. Nee. Ja, es geht schnell, ne? Finde ich auch. Die Tage sind viel zu kurz. Und die Nächte, und die viel, Nächte zu lang. Viel zu lang. Oh no, das ist mir getroffen so. Ja, dann sag ihn halt nochmal. Eine Babykatze, nein, das ist ja nicht mehr cool. Babykatze wo? Das ist nicht mehr klar. Eine Baby-Raubkatze. Ach, ist das... Ja, Big Cat steht da immer noch dabei. Ja. Ich habe so viel Blei. Ah, das könnte ich Black Beauty nennen. Das ist ein Minecraft-Pferd, das zieht mal anders. Willst du hier reingehen, vielleicht? Ich weiß nicht, willst du es? Also ja, ich würde gerne eigentlich. Geht jetzt, das ist eine sehr komische Höhle. Eigentlich müsste ich alles, was geht, abbauen. Hey, geht's einfach mal voll gerade runter und ich höre einen Enderman. Ja, aber der Enderman sollte ja erstmal kein Problem sein. Ja, lassen wir die, oder? Autsch. Okay, du hast entschieden, wir gehen rein? Ja, ich habe entschieden, wir gehen rein. Ich brauche Kohle, meine Fackeln sind fast leer. Auch eigentlich brauche ich alles. Mehr als 64 Stück. Du hast so viel Kohle mitgenommen? Ich meine Fackeln. Ach so. Ja. Mal gucken. Ich mache hier mal die Lava aus. Nee, der Enderman ist nah. Ja, wie gesagt, guck ihn einfach nicht an, dann ist alles in Ordnung. Das mögen die nicht. Ist auch Kupfererz. Skelette, zwei Stück.
3 Stück. Ah. Lass sie zu mir kommen. Okay, ich lass sie nicht zu mir kommen. Wie der mich trotzdem trifft. Schnauze. Ich glaube, wenn die erstmal die Aggro auf einen haben. Oh, Creeper. Dann lassen die erstmal nicht von einer. Das ist so richtig. Wie einer immer. Nein, Enzo, ich hab dich beschwert. Wie sie mich erstmal voll in den Creeper reinschlägt. Ich dachte, okay, bevor wir uns jetzt die ganze Zeit hintereinander verstecken, greife ich ihn jetzt mal an. Ich stand doch schon vorne. Was macht er? Denkt sich das gleiche und rennt auch los. Das ist super. Oh, ist das dunkel hier. Ich habe noch nichts abgebaut. Hier ist Kohle und Eisen. Deswegen, ich beleuchte meist erst. Oh. Ja, mache ich meistens auch, aber... Ernsthaft, ich stelle jetzt nicht auf den Eisenblock. Was denn? Ich habe gleich reflexhaft mein Schwert gezogen. Da oben ist eine Fackel. Ja, das habe ich gesehen. Das könnte das vielleicht der Ort sein, wo wir runtergefallen sind? Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite, es gab ja 2 Wege, wo du hättest runterfallen können. Ja, zwei, ne? Kann sein. Keine Ahnung. Aber wieso nehme ich nicht einfach den großen? Hat sich das? Ich gucke mich einfach mal eben in der Höhle um, was es sonst noch so gibt. Skelette, wie es scheint. Ich sollte mal was fressen. Ich habe nur noch Hälfte Leben. Yum, 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 yum. So. Okay. Nom, 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 nom. Jupp. Jupp. Was dagegen? Nom, 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 nom. Hier ist auch noch eine Spinne. Spinne, Spinne, Spinne. Ich mag Spinnen. Jo. Kannst Fackeln. Nee, es ist gar nicht so doof, 2 Schwerter ausgerüstet zu haben. Wenn das eine kaputt geht, hast du ein zweites. Ja, das andere ist eben schwach. Ja, aber dennoch kannst du dich damit verteidigen. Du meinst, ob das Zweifel Silberne, ne? Ja. Ja. Für den Fall, dass wir einem Werwolf begegnen. Jo. Gut, ich glaube so nicht, dass wir hier unten einem begegnen, aber... Ja, man weiß ja nie. Oh, Uran. Oh, hallo, Herr Enderman. Ja, Uran, das brauchen wir noch. Das kannst du nicht brennen. Ich hab's versucht. Echt? Hast du es einfach in den Ofen getan? Ne, was du gesagt hast. Ja, ja, ich hab's in den Ofen getan und man kann es nicht brennen. Lupperei. Den brauche ich auch. Und hier ist der End. Vielleicht war es einfach nicht der richtige Isotop. Hä? Kommt mit der Physik an, ey. Der Physik-Leistungsschüler fängt an zu reden, alle. Hä? Was? Oh, ich habe den Enderman gefunden. Echt? Ich auch. Ja, ja, ja. Du auch? Ja, ich stehe gerade direkt neben Ihnen. Hallo, Herr Enderman, wie geht es Ihnen? Oh, Sie haben einen Kiesbock. Wie nett von Ihnen. Kann ich den haben? Der redet nicht mit mir. Der schlägt dir ins Gesicht, wenn du den Kies einmal klaust. Was hab ich denn nicht hier mit mir. Das ist ein Arschloch-Enderman. Ein Arschloch-Enderman? Ja. So, ich helfe dir einfach mal beim Abbauen. Ich höre Skelette. Nein, 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 fuck it, fuck it. Nein, 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 nein. Ich brenne und da ist ein Skelett hinter mir. Skelett ist tot. Oh Gott, ich werde drauf gehen. Ich gehe drauf, ich gehe drauf, ich gehe drauf, ich gehe drauf, ich gehe drauf. Nein, ich habe mein... Das schaffe ich nicht mehr. Du brennst nicht mehr. Oh, wie mich das aber fast umbringt. Gut, ich leg die Steine weg und pack den Dings unten rein. Was genau ist passiert? Wow. Da war Lava, ja. Und ich habe das weggemacht und bin zu früh losgesprungen. Und dann habe ich mir ganz doll Aua gemacht. Oh. Ah. Wie viel Herzen hast du noch? Boah, 2. Nee, 3 hattest du noch. 3? Okay. Der ganz schön ist abgekriegt, Tim. Hallo, Herr Enderman. Ja, fast tot. Ich dachte, okay, jetzt ist vorbei. Das war's mit deiner Reise. Hat ja nicht lang gedauert, ne? Dann hätte ich gedacht, ich mir, oh, 3 Beutel. So ein Sack, ne? Oh, 3 Beutel, schön. So.
Soll ich eigentlich diese Kupferbeerenbüsche und so mitnehmen? Die kann man ja, anpflanzen. Kannst du mitnehmen, kann man einschmelzen, glaube ich sogar. Ja, die Kupferbeeren kann man einschmelzen und die Büsche kann man anpflanzen. Ja, dann nimmst du mit, warum denn nicht? Haben wir von hier oder warst du hier schon durch? Hier war ich schon durch, also da ist eine Sackgasse. Immer noch nicht wieder geheilt. Huch, da habe ich versehentlich die Kohle eingesammelt. Ja, Gibt schon mal was. Was, du hast die Kohle eingesammelt? Psch. Was ist da los? Zack. Ja. Gleich mal mit dem Schwert wieder mal an sich nehmen. Alter. Als ob ich mich nicht wehre einfach. Du hast also so gerade wenig Leben. Nee, ich bin wieder voll. Ach so. Dann warte ich einfach aufs nächste Mal. Jetzt geht's los. Hier sind gleich zwei Endermänner. Oder ist er mir gerade nach? Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ey, da liegt eine Kohle. Wer hat denn hier nur die Kohle halb abgebaut? Ach, das war ich, glaube ich. Nee, war ich nicht. War denn die Kohle dahin gedeckt? Nee, das war ich nicht. Ich bin noch weitergelaufen. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich welche liegen gelassen, als ich schnell hinterher gelaufen bin, als du branntest, um dir irgendwie zu helfen. Ach, das kann sein, ja. Vielleicht hätte ich mal selber einen Wassereimer mitnehmen sollen. Okay, ja. Ich habe meinen jetzt ausgerüstet. War auch besonders dumm einfach. Was renne ich auch schon los, wenn das da noch da liegt? Das ist auch so klug wieder. Hallo Enderman. Diesmal, der trägt Erde mit sich. Auch nett. Ja, ein Zombie. Sehe ein Enderman und höre eine Spinne. Die Spinnengeräusche sind sehr ähnlich zu den Schlangengeräuschen. Ja, das stimmt. Echt? Ja, so ein bisschen. So, Juli, wenn so zwei Fackeln voreinander stehen, dann kannst du, dann würde das für mich hier Sackgasse, da ist alles drin abgebaut, da findet man nichts mehr. Das hattest du mir schon mal erzählt. Gut, das erwähne ich nur mal eben kurz. Nicht, dass du, hey, warum ist hier nichts oder so, ja. Ich hab dir gesagt, ich habe abgebaut. Hör dir doch zu. Das ist meistens. Ja, wenn du dich gerade nicht erschlagen will mit dem Schwert, weil du wenig Leben hast. Nein, nicht weil sie Leben hat, sondern gerade deswegen. Also, ja, ausnutzen. Alle umbringen hier. Bienen. Als hätte ich es nicht schon schwer genug, weil ich hier alleine bin. Einziges weibliches Wesen. Oh, ich habe beschwer dich nicht, du bist ein Teil eines YouTube-Kanals, der aus zwei Mädels und einem Jungen besteht, also. Ja, eigentlich, ja. Hatten wir uns anders gegründet. Ja, eben. Damals. Damals, vor 100 Jahren. Vor einer Woche waren wir halt noch ein reines weibliches Du. Jetzt sind wir ein gemischtes Trio. Jetzt sind wir ein gemischtes Trio, genau. Aber auch nicht schlecht. So. Was sich übrigens in Real Life noch nie getroffen hat. Nach all den Jahren. Stimmt. All den Jahren? Ist noch nicht mal eins. Bald. Habe ich versehentlich von Enderman angeguckt? Kann das sein? Nee, ich aber, glaube ich. Ah, okay, dann ist er sauer auf dich und nicht auf mich. Also ich höre das Geräusch auch, aber irgendwie passiert nichts, also er greift mich nicht an. Ich glaube, ich habe nur mal kurz, einmal kurz an ihn vorbeigeguckt. Aber irgendwie scheint es ihn doch nicht mehr zu kümmern. Was? Ja, da hört man eben dieses Angry Enderman-Geräusch irgendwie. Ach so. Okay. Mhm. Gekommen, um uns zu verspeisen. Oh, was ist hier? Ich mag Endermänner. Oh, mich greift hier gerade irgendwie. Ich mag so ziemlich an alles, glaube ich. Oh, ein Zombie. Ich mag Zombies. Ich glaube, der möchte mich einfach nur umarmen, weil ich so einen schönen Kopf gerade habe. Ja, da will ich einfach mal kuscheln. Enno liebt einfach alle. Uran. Oder alle lieben Enno. Das ist auch der Fall, ja. Naja. Jedenfalls alle im Zusammenhang mit uns.
euch. Alle, die halbwegs intelligent sind. Da bin ich. So, ich kann auch jetzt, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, Jörg. Entweder ich bin beleidigt oder du bist beleidigt. Oder alle beide. Ja, oder alle beide. Suchst du es raus. Also stimmt, also entweder beide oder keiner davon, stimmt. Ja, beide oder keiner. Genau, entscheid du es. Beleidigen wir sich einfach mal gegenseitig. Das ist sehr schön, ja, beleidigt euch doch einfach mal gegenseitig. Wir beleidigen uns doch gar nicht. Dann bin ich aus dem Schneider. Was ist denn mit der gerade verkehrt? Ah, hier ist ein Ausgang aus der Höhle, wo wir nicht unbedingt die fallen müssen. Ja, habe ich auch schon gefunden. Hier ist eine Ratte, hoffentlich greift die mich nicht an. Laut, ey. Natürlich greift mich die Ratte an. Was Warum greifen denn Ratten dann? Das ist irgendwie seltsam. Weiß ich nicht. Ich hatte aber auch gerade Ratten, die mich angegriffen haben. Ratten sind so liebe Wesen. Ja, ne? Ja. Mhm. Hallo. Verbreiten Seuchen. Ich wollte immer mal welche Vorräte haben. Weg. Ja. Wer möchte denn unbedingt die Seuchen drin haben? Ja, richtig. Stand da. Also ich hätte gerne jetzt Seuchen hier drin. Ja, aber bloß weil wir das in den ersten paar Folgen mit den Antibiotika hatten, da fingst du an, wenn es jetzt noch Seuchen oder Krankheiten gäbe. Das wäre also auch Pest eine gewisse... lässt sich mit Antibiotika heilen. Quatschkoppel, ne? Ist so. Auf eine gewisse Pest Weise, das ist lustig. Pest ist eine Bakterienkrankheit, das heißt, sie lässt sich mit Antibiotika heilen. Ja. Bloß ja. Wenn es eine richtige Pest ist, kannst du keine, Pest heilen, das geht nicht. Doch. Klar, man kann auch gegen die Pest impfen. Was meinst du, weshalb es die heute nicht mehr gibt? Ich wollte gerade sagen, die ist doch genau keine auf diese Weise aus. Jetzt geht das los. Jetzt ist aber. Ich fall vom Glauben ab. Jetzt fängt er ja mit Hexen an. Ja, Spinner. Liegt das daran, dass ich gesagt habe, ich habe angefangen, Salem zu gucken? Ich weiß es nicht, kann gut möglich sein. Ja. Hast du etwa auch Salem geguckt? Ich beantworte keinerlei Fragen, wieso? Er hat Salem geguckt. Ja, ist doch nicht verkehrt, oder? Nein, ja, das war nämlich voll die Anspielung. Ja, aber nein, verzeihe mir bitte mein unnützes Dasein. Was? Halt die Fresse, Alter. Ich beende gleich mit dein Dasein hier. Ja, da kommt ein Blitz vom Himmel. Juli, der droht mir. Hä, Droen und ich, wie kannst du nur? Droen und ich. Ja. Sonst kommt Charlie. Ja, genau. Ja. Wie geht es dir eigentlich? Geht's dir gut? Soweit? Ja, der geht ganz gut soweit. Die hat ihre OP überstanden. Na dann. Das ist das Wichtigste. Ah, es dauert noch eine Weile bis... Ja, naja, jetzt... klar. Das ist ja logisch. Das heißt, es geht ihr gut genug, um mich zu ignorieren, also... Ach so, na, wie wir es schon mal hatten, ne? Ja. Ganz am Anfang. Ja, die ignoriert mich meistens. Oder alle. Die ignoriert alle. Naja, dann. Meinte ich ja. Und ist gerade bei meiner Mama? Die ist bei ihrer Mutter, lässt sich... verwöhnen. Ja, aber dafür ist eine Mutter doch auch da. Ja, ja, aber irgendwann muss sie ja mal erwachsen werden. Irgendwann muss sie mal auf eigenen Tatzen stehen, ne? Ja, aber Mütter machen das gerne. Also eigentlich. Ja, na klar, aber du kannst dich nicht dein Leben lang von deiner Mutter verhätscheln lassen. Also jetzt mal so gesagt. Dann, du kommst ja zu gar nichts. Was ist, wenn deine Mutter dann auf einmal stoppt? Ja, dann sitzt du zu Hause und wartest aufs Armbrot oder was. Und keiner bringt's dir. Dann immer bist du verhungert. Ich setz schon langsam Staub an, bis die Nachbarn mal... Jörg, du bist sehr, sehr ungebildet. Dafür heiratet man doch. Ach so, Enno. Okay, alles klar. Weiß Bescheid. Enno heiratet nur, damit er jemanden zum Essen machen hat. Vergiss die Wäsche nicht. Und die Wäsche. Ja, ne, und... und den Haushalt. Vom Haus und... Das ist falsch herum. Vergiss du die Wäsche nicht. Nein. Bitte? Ich wollte gerade sagen, das ist aber... Gut, die Wäsche geht noch, aber Haushalt ist so überhaupt nicht mein Ding. Naja, heutzutage. Also ich mach's nicht gerne. Ich mach es, aber ich mach's nicht gerne. Bei mir ist es so, wenn meine Mutter Sachen für mich einfach so erledigt, Wäsche und so, dann regt mich das total auf. Irgendwie. Mutti, hast du schon wieder meine Wäsche gemacht? Ja! Was soll denn das? Kannst du nicht wieder deine eigene Wäsche machen? Genau! Naja, ich mach meine und sie macht ihre. Hm? Ja, na, ist ja richtig, aber ich meine ja nur, in dem Fall, dass man halt alles hinterhergetragen bekommt. Man kann dann irgendwann nicht mehr allein leben oder selbst. Ja.
Kann man schon. Ja, aber es wird nichts. Die Leute, die gehen ein, die sterben irgendwann. Ja, sterben musst du sowieso. Ja, aber eher als... Schneller geht's mit Haribo. So, die 20 Minuten sind rum. Heißt, das war's mit dieser Folge. Wir hoffen, wir sehen euch in der nächsten wieder. Bis dahin. Tüdelü.